Hi, hier ist wieder eure Tesla-Lisa. Und warum ich mich heute in meinen alten Motorradkombi gezwängt habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Leute, da bin ich in meinem Tesla. Ihr wisst gar nicht, wie unbequem das ist, in einem Motorradkombi in einem Tesla zu sitzen. Also, ich bin ja alte Bikerin, habe das aber vor gut 11 Jahren an Nagel gehängt, als ich einen kleinen, schweren Unfall hatte. Und ja, aber den Kombi habe ich nie weggeschmissen und ich wusste warum. Denn die liebe Anne vom Kanal Volt Fever hat mich zur YouTube Tesla Beach Buggy Racing Challenge. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas verdreht, aber egal, zur Beach Buggy Racer Challenge nominiert. Da ich aber leider die alte MCU habe, die MCU One, komme ich leider nicht in den Genuss, Beach Buggy Racer im Tesla zu spielen. Aber ich habe mir was anderes überlegt, denn das Spiel gibt es auch für das Handy. Also habe ich mir das schön aufs Handy runtergeladen. Und die Strecke, die der Dirk vorgeschlagen hat, gibt es leider auf der App auch nicht. Also muss ich ein bisschen chingen, aber ich habe eine ähnliche Route rausgesucht, die auch über 2 Minuten Finishing Time hat. Und deswegen mache ich das jetzt hier am Handy. Also man kann das dann auch so einstellen, dass man quasi so kippt und so lenkt. Und das werde ich jetzt mal machen. So, ich starte jetzt hier mal die Bildschirmaufnahme, damit ihr das auch seht. Und dann geht's hier los. So, kurz gucken. Ich habe nämlich den Tiki-Tempel ausgewählt. Und hier liegt der Highscore bei 2 Minuten 6. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaube, ich bin nicht so erfolgreich, aber ich gebe jetzt mal alles, ne? Auf jeden Fall eine schöne Strecke, wenn man so die Vorschau sieht. Blende ich euch dann unten auf jeden Fall mal ein, dass ihr auch mich fahren seht. So, los geht's! Oh, das ging ganz gut los hier. Zack, Bonus. Oh, mit Schutzschild sogar. Das lese ich gleich mal ein hier. Ein bisschen durch die Pfütze. Erster Platz. Geht gut los. Mal gucken, ob ich das halten kann. Juhu! Boom. Also die Grafik ist echt geil, so mit den Spritzern und so. Ah, da kommt einer. Gleich mal hier die Ölspur machen. Ah, nein, abgedrängt. Geh weg hier. Mann, du Doofe! Super. Ah, jetzt kommen die anderen auch noch. Nein! Oh. Abgeschossen. Zip. Wieder auf dem ersten. Ha. Obwohl ich das noch nicht mal war. Hihihi. Wahrscheinlich werde ich gleich abgeschossen. So, was kriege ich jetzt hier für ein... Oh, nein! Scheiße, von der Strecke abgekommen. Ah, Kacke! So, mal gucken, ob ich das wieder aufholen kann. So, ah, kein Bonus erhascht, egal. Mal hier Öl verteilen hinter mir. Ach, nichts gebracht, scheiße. Da holt mich doch gleich wieder einer auf, so. Schnell hier durch. Na, wieder auf dem 4. Platz, so. Und Scheiß! So, der Bonus ist meiner. Kann ich jetzt mal hier Bums haben? Ich will hier Speedy haben und kein Schutzschild. Mann! Scheiß du. Was krieg ich jetzt? Oh nein, es wurde hier abgeschossen. Ein Kack hier. So, jetzt mache ich mal hier brennende Reifen. Boom. Scheiße. Ich kann doch nicht mal den Hasen überholen. So, was gibt's hier jetzt? Ah. Nein, nicht von der Straße ab. Ja, okay, 5. Platz. Wie viel Zeit? 2:03. Ist aber okay. Bin ich ganz zufrieden mit. Ich kriege zwar noch nicht mal einen Stern für die Strecke, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und ich nominiere jetzt 3 weitere. Und zwar einmal die Regina Stolze, unsere E-Cannonball-Gewinnerin, den Alex von Elektrisiert und den Ove, falls er nicht schon nominiert wurde. Viel Spaß. Die Bedingungen, die
Dirk aufgestellt hat, die stelle ich auch nochmal unten in die Beschreibungsbox. Und vergesst nicht, das Video dann auch bei Dirk unter dem Video zu posten, damit er eine Bestenliste erstellen kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wollte einfach mal wieder ein bisschen was Lustiges machen. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, Tesla Lisa berichtet. Bis dann, Stromahoi!